Einen wunderschönen guten Abend, liebe Livestream-Zuschauer. Heute mit Mario-Luigi-Abenteuer Bowser Juniors Reise. Und nachdem wir das Hauptabenteuer bereits abgeschlossen haben, liegt die Betonung heute auf Bowser Juniors Reise. Ihr wolltet es unbedingt sehen. Ich nicht zwingend, da wir ja auch schon in Mario & Luigi Superstar Saga bereits die Zusatzstory gespielt hatten und ich nicht 100% überzeugt davon war. Aber hey, weil es wirklich so viele wollten, zocken wir es ab heute im Livestream. Denn ich denke, so als Let's Play-Projekt wäre es doch ein bisschen langweilig. Ja, und deshalb wir eben zusammen live ab heute Bowser Juniors Reise. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Wirklich viel weiß ich dann nicht. Es geht halt um Bowser Jr., ja, wer hätte es gedacht. Aber man erhält wohl ein paar coole Hintergrundinfos zu Bowser Jr. und seiner Beziehung zu seinem Vater. Außerdem werden auch die Cooperlinge wieder eine Rolle spielen und ja, wir gucken einfach mal, ne? Legen wir los. Ab geht die Post. Ich gehe auch mal davon aus, dass es wieder sehr, sehr lustige bis cringy Sequenzen geben wird. Und ja, damit liege ich wohl richtig. Wobei hier gleich direkt zu Beginn eine Katastrophe droht. Ah, euer Unglücklichkeit. Die Katastrophe rollt auf uns zu. Hör auf zu zittern und sag, was los ist. Was ist das? Ist es eine Metaboli-Kugel? Auf der Bowser Jr. balanciert. Okay. König Bowser, Vorsicht! Moment, das ist doch Schinken, oder? Oh, wie er es einfach weghaut. Junior, was treibst du wieder für einen Unsinn? Na, Erziehung ist nicht so Bowsers Sache, ne? Was macht er da gerade? Kermik, war das etwa die Katastrophe, von der du gesprochen hast? Nein! Papa, guck dir das mal an. Hä? Ist das... Ach, du Scheiße! Ich dachte, es wäre ein Schinken. Ja, wobei, damit liege ich gar nicht mal so falsch. Ein Metaboli Goomba. Und ich dachte schon, die Toads sähen armselig aus. Die Goombas sprengen das nochmal um einiges. Ein Goomba? Alle da, Goomba-Trupp, abzählen. 1, 2, 3, 4. Und hopp. Oh. Im Kanonenrohr steckt ein Goomba fest, wir können nicht feuern. Oh. Oh, ein Goomba hat einen Wump angestoßen, jetzt fallen sie um wie Dominosteine. Hilfe, ich werd zerquetscht. Es ist eine Katastrophe, die Goombas haben sich eine Krankheit eingefangen, die sogenannte Metaboli. Und wenn hier noch mehr davon rumkullern, machen sie mir noch die ganze Festung kaputt. Unser Nimbus. Ja, das Unternehmen, aber ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist, was sie ausgelöst hat und so. Ich weiß einfach gar nichts. Wichtige Mitteilung. Oh, schon wieder dieses Vieh. Im Pilzpalast findet eine Konferenz statt, um ein Heilmittel gegen die Metaboli zu finden. Oh, aber euer wieder Borstigkeit ist dazu gar nicht eingeladen. Tut einfach so, als würde nichts gehört. Ich bin schon weg. Hey, hier geblieben. Wieso bin ich nicht eingeladen? Ja! Ja. Quick, ich starte dem Pilzverlass einen Besuch ab. Ja, gute Idee. Vielleicht weiß dort ja wirklich jemand ein Mittel gegen diese Metaboli. Mich einfach nicht einzuladen. Das werden sie noch bereuen. Okay, also das Ganze spielt aktuell am Anfang des Hauptgames. Wie er direkt mit seinem Klo losfliegt. Oh, Krankfried. Fliegt er hin? Man muss, dass er so
berechenbar ist. Übrigens schön, dass es hier noch ein paar Krankfried-Synchros gibt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber yay, Krankfried ist back. Und Metaboss. Bitte, Krankfried. Alles ist bereit für die zweite Stufe eures Plans. Metaboss, du kommst mit mir. Was die Sache hier angeht, Olaf, Emmy, Biff. Wer? Zeigt euch. Was zur Hölle sind das denn für Kauze? Metaboss und ich werden Mauser befolgen. Jawohl, Gebieter Krankfried. Ihr kümmert euch so lange um seine herrenlose Festung. Verstanden? Ja, ja. Auf Bio könnt ihr euch verlassen. Ja, Leute, auf Bio könnt ihr euch wirklich verlassen. Aber nur von entsprechend strengen Labeln, sag ich mal. Ja, das reine Bio-Logo ist nix wert. Und ja, ich weiß, dass sie nicht biologisch meinten, sondern das scheint das Abkürzel für dieses seltsame Team zu sein. Warum haben wir die im Hauptspiel denn nie gesehen? Ach, und hier haben wir unseren Goomba, der bereits bekannt ist aus Mario & Luigi Superstar Saga Bonus Story. Hashtag Bio. Natürlich werde ich den Chat später noch genauer lesen. Nur jetzt gerade, während ich eben die ganzen Texte vorlese, kann ich das nicht. Junger Herr, wollt ihr wirklich noch weitermachen? Wir Goombas haben eigentlich gerade andere Sorgen. Ach, jetzt ist er der Boss hier. Oder fühlt sich zumindest als solcher. Wir hatten doch mal gesagt, wir spielen so lange, bis ich 10-mal gewonnen habe. Also noch 6-mal. Oh Mann. Ja, gut. Wendy und Roy. Wie läuft's mit den aufgeblähten Goombas? Wir haben sie erstmal alle ins Lager gequetscht bekommen. Aber das ist jetzt auch zum Bersten voll. Wenn sich noch weitere Goombas die Metabolie einfangen, dann haben wir ein richtig heftiges Problem. Schön zu sehen, dass sich wenigstens Junior seinen Spaß nicht verderben lässt. Ja, wenn man ihn so ansieht, könnte man meinen, es wäre nichts passiert. Gut, fangen wir an. Oh, das ist dann wohl das Tutorial, ja? Alles klar. Ja, ich sag gleich mal Dankeschön für alle Donations, die da schon gekommen sind. Ich lese gleich vor, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Gehen wir erstmal hier durch, wie sich das Ganze spielen lässt. Ich habe nämlich auch schon das meiste vergessen. Oder ist es überhaupt dasselbe Gameplay? Mal schauen. Immer feste drauf. Mehr gibt's nicht zu beachten, oder? Einfach nur die KP des Typen ganz hinten auf Null bringen und schon habe ich gewonnen. Denke schon. Na komm, hau rein. Macht euch auf was gefasst. Oh wow. Hat auch einen Hammer. Und der ist nicht schlecht. Es war meine Spezialaktion, der Megakracher. Der trifft jeden mitten auf die 12. Okay. Wir können jederzeit das Spiel pausieren. Ja, das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier durch. Und müssen uns erstmal gegen den Goomba verteidigen. Aber das scheint kein Problem zu sein für Bowser Jr. Ja, das Gameplay ist natürlich nicht das Allergeilste. Also vor allem nicht verglichen mit dem Hauptgame. Das ist so auch einer meiner Hauptkritikpunkte gewesen. Weil die meiste Zeit schaut man halt immer nur zu in den Kämpfen und drückt halt hin und wieder mal ein paar Knöpfe. Mal sehen, ob sie das hier ein bisschen verbessert haben. Aber wirkt ja jetzt bei dem Tutorial nicht wirklich so. So wird's gemacht. Habt ihr diesen Schwung gesehen? Also los, nochmal, bis ich 10-mal gewonnen habe. Also noch 7-mal. Moment mal, 5 oder nicht? Warte, das war doch eben schon bei 6. Rechter Widerworte, weniger reden, mehr kämpfen. Das ist schon hart belastend, oder? Wenn ich daran denke, dass dieses Gör mal Herr dieser Festung werden soll, wird mir schlecht. Weißt du noch, was Bowser uns letztens gesagt hat? Ja, wir sollen ihn... Hallo, jemand zu Hause?
Die sehen sowas von furchtbar aus. Was sind das für Viecher? Vor allem der mittlere erinnert mich total an Majin Buu aus Dragon Ball. Der linke könnte irgendein Juror bei Germany's Next Topmodel sein. Und die links... Keine Ahnung, eine Ente, die ich morgen verspeise. Ich weiß auch nicht. Guten Tag, verehrte Herrschaften. Was? Wer zur Hölle seid ihr denn? Und wieso spaziert ihr hier einfach so rein? Verzeiht uns, wir sollten uns erstmal vorstellen. Gesundheit. Schönheit. Fitness. Ein ausgeglichener Lebensstil. Ja, vor allem du, ne? Entschlackung. Von innen wie von außen. Wir sind Bio. Ja, Biomüll. Und wir haben eine reichhaltige Auswahl deflationärer Heilmittelchen für euch im Gepäck. Bio? Die Blähungs-Immunisierungsoffensive. Verpisst euch. Wir haben jetzt keine Zeit für irgendwelche Klinkenputzer. Schade, dann müssen wir wohl bei der nächsten Festung klingeln. Ja, bitte, geht einfach. Warte mal, Roy. Gesundheit, Fitness, Entschlackung. Meinst du nicht, das könnte gegen die Metaboli helfen? Ey, warte mal. Wie, schon wieder gewonnen. Nur noch 8 Mal. Aber Junge, Herr, es wird immer mehr. Für Fälle wie diese hat Bio genau das richtige Mittel. Na, bereit? Dyromin Z. Das sieht mir nach der ekelhaftesten Chemie-Pharma-Scheiße aus, die ich je gesehen habe. Die Stimme ist irgendwie ganz flau. Moment, es wirkt? What the? Na gut, die haben das wahrscheinlich von Krankfurt bekommen und der steckt ja auch hinter der Metaboli, also von daher. Und jetzt gelten die wahrscheinlich als Wunderheiler und deswegen dürfen sie hier bleiben. Verstehe den Plan, gar nicht mal so doof. Werte Herrschaften, ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Nicht schlecht. Moment, was? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lol, der Humor ist nicht schlecht. Sämtliche Stunts wurden von professionellen Fahrern auf abgesperrten Strecken durchgeführt. Bitte nicht nachmachen. Weil ich den jetzt nicht wirklich verstehe. Also ich kenne den Spruch, aber macht doch bei der Situation überhaupt keinen Sinn. Ich würde sagen, ihr gebt uns alles, was ihr dabei habt. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Würde ich jetzt gerne sagen. Doch das Dyromin-Sert ist ein ungeheuer seltenes und kostbares Mittel. Deshalb hatten wir heute nur diese eine kleine Dosis im Gepäck. Was? Nur eine Dosis? Ihr verschwendet unsere Zeit. Haut ab! Ich bitte euch, mein Herr, regt euch nicht so auf. Das ist ganz schlecht für die Haut. Wir könnten euch zumindest sagen, wie man dieses Heilmittel herstellt. Wie wär's? Dieses Mittel bräuchte Rainer Kallmund. Lese ich gerade im Chat. Ja, unter anderem der. Ja, arme Kali. Immer muss er herhalten für die Witze. Gigamöhre. Rülpsknolle. Perma-Eis. Mit diesen... Ich hätte bei Perma-Eis übrigens... Naja, komm, lass mal. Mit diesen 3 Zutaten können wir ein Heilmittel gegen die Metaboli herstellen. Ja, zumindest diese Biotypen. Diese Zutaten sind alles Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Es ist meine Chance, wenn ich ganz alleine die fetten Gumbas heile und unsere Festung rette. Dann wird Papa ganz, ganz stolz auf mich sein. Die Gigamöhre ist eine wundersame Wurzel, die angeblich im Grübchenwald wachsen soll. Dort sollten wir unsere Suche nach den Zutaten beginnen. Ich passe so lange auf die Festung auf. Viel Erfolg! Hört mal alle her, euer Plan ist Käse. Ihr kommt jetzt alle mit mir mit. Ach, was er gesagt? Sorry, wusste ich nicht. Das ist immer so schwierig, wenn du nicht weißt, wer was sagt, ne? Egal. Zuerst werde ich den Kobolden zeigen, was ich drauf habe. Dein Ernst? Oha. Robocooper, treuer Scherge, los!
Junior? Kommandant Goomba. Oh, die anderen Dullis sind auch alle da. Ist alles bereit? Jawohl. Der Stärkentrupp hat die angewiesene Position bezogen. Sehr gut. Ihr werdet unserem Junior eine wichtige Lektion erteilen. Abmarsch. Jawohl. Also sind die unsere Gegner jetzt? Als ob? Was war das? Habe ich irgendwas verpasst? Junior hat keine Ahnung, was ihn da draußen erwartet. Ich habe beschlossen, ihm die Grundlagen beizubringen. Er muss auch mit Monstern fertig werden, ohne sich immer auf Papas Ruf zu verlassen. Na dann, viel Erfolg. Junior ist nicht gerade der Typ, der auf seinen Lehrer hört. Deshalb habe ich mich für einen sehr praxisorientierten Unterricht entschieden. Morten, geh zu Junior! Macht jetzt den 31er oder was? Ja, aber muss schon sagen, Ludwig ist mal wieder das Arschloch. Er will einfach, ja, quasi die Arbeit von Bowser Jr. sabotieren. Das geht doch nicht. Gut, mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Wir kriegen auf jeden Fall einen Robo-Cooper für unsere Kämpfe. Etwas schwach auf der Brust, aber flink. Nur vor Gegnern, die stark gegen mechanische Einheiten sind, müssen sie sich in Acht nehmen. Okay. Papas Ruf, ist das eine Bestätigung? Was meinst du, Igel? Wird dies im Nachhinein hochgeladen? Ja, na klar. Kann man sich alles auch im Nachhinein anschauen. So, wo wir doch gerade ein paar Minütchen Zeit haben, bedanke ich mich bei der Roten Hexe für 2 Schweizer Franken und bei Dominik Meister für 1 Euro. Sebastian Schmiede ist neues Mitglied geworden, genauso wie Luca Kudi und Tardy Forever. Lukas1834 hat 1 Euro donated und Aeros Sagittarius 2 Schweizer Franken. Der freut sich außerdem, dass der Livestream hier läuft. Ja, in letzter Zeit gab es nicht so viele, ich weiß. Aber jetzt haben wir wieder ein kleines Streaming-Projekt. Ist doch schön. Und über Tippi hatte YoshiFan 5er donated. Mal sehen, ob wir hier genauso sehr wie im Schergen-Saga-Modus einen Salzregen erleben werden. Ja, ich weiß es halt auch nicht, ne? Wie schwer das ist, was man umgeändert hat. Aber ich habe von vielerlei Seiten gehört, dass der Modus wohl, ja, schon optimiert wurde. Von daher erwarte ich jetzt auch was. Und Nicktube, du nette 2 Euro. Hey Domi, ich finde die Story ja ziemlich gut, da es anscheinend wirklich parallel zur Hauptstory spielt und es da zu einigen witzigen Aktionen kommt. Freut mich, dass du es noch spielst. Ja, genauso wie bei Superstar Saga läuft das Ganze hier quasi parallel. Nur habe ich es diesmal nicht so stückchenweise gespielt wie bei Superstar Saga, weil ich fand, dass das da einfach den Flow aus der Hauptstory rausgenommen hatte. Und ich glaube, dass es auch eine gute Entscheidung war. Also erstmal Hauptstory zu beenden und jetzt diesen Modus zu zocken. Okay. Wir gehen mal kurz in die Verwaltung ein. Wobei, da ist irgendwie nichts Relevantes. Formationen. Wir können Informationen attackieren. Juhu. Ja, was ist jetzt besser? 1 oder 2? Was heißt das überhaupt? Goomba Spezialtraining. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie werde ich nicht wirklich in den Modus eingeführt. Ja gut, dann starten wir halt einfach mal. Er macht das Styromanin und alle lieben ihn. Hallo Goombas, wollt ihr etwa schon wieder mit mir spielen? Junger Herr, diesmal kämpfen wir, als wäre es ernst. Und ihr werdet trotzdem keine Chance haben. Oh. Er sagt bei Kampfbeginn, oh yeah. Das finde ich süß. Ludwig? Junior, ab jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wenn du alle KP verlierst, ist es vorbei. Ohne dich kämpfen deine Schergen nicht weiter. Genau, diese Goombas werden mich fertig machen. Ich zittere vor Angst. Lol. Nicht mal Bowser Jr. hat Respekt vor den Goombas. Du musst sie nicht alle besiegen, sondern lediglich ihren Kommandanten. Bla bla, sehr interessant. Ich mach sie trotzdem alle fertig. Ja, wie sich Ludwig noch so die Haarsträhne richtet. Aber gut, bei der Frise kann ich's verstehen. Na, was habe ich gesagt? Er ist nicht der Typ, der auf seine Lehrer hört. Aber egal. Das habe ich alles eingeplant. Okay. Ja, soweit ist alles bekannt. Der Kampf besteht aus 2 Runden.
erstmal diese zwei Normalo-Gumbas da. Ja, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah, über dem Kopf von dem einen Robo-Cooper da ist auch ein Ausrufezeichen gerade erschienen. Ja, das heißt? Das heißt, jeder Schurke hat seine eigene Spezialaktion? Naja, zur Not kann ich Infos zu den Aktionen ja in den Tipps nachsehen. Moment. Das heißt, ich soll auf eigene Faust mich informieren, oder was? Okay. An sich ja nicht schlecht, dass man kein langgezogenes Tutorial hat, aber so ein bisschen Einführung wäre jetzt schon nicht so verkehrt gewesen. Hm, irgendwas fehlt mir hier noch. Ah ja, ich weiß. Mir fehlt noch eine ordentliche Armee. Ja, daran arbeiten wir ja gerade. Oh, not bad. So, das sind alle Robo-Coopers, die ich noch unterm Bett hatte. Voran, meine treu ergebenen Robo-Armee-Viecher. Besiegt meine Feinde. Los, 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 links, rechts, links, rechts. Dann mal los. Wie findest du einen Zelda Switch Pro Controller? Es gibt doch gar keinen Zelda Switch Pro Controller. Oder? Also ich weiß von keinem. Greifen die gerade alle gleichzeitig an? Hm, warum leuchtet ihr so? Die bereiten eine Gruppenaktion vor. Gruppenaktionen werden ab und zu automatisch ausgelöst, wenn mehrere Schergen desselben Typs anwesend sind. Verstehe, okay. Und je mehr Einheiten an einer Gruppenaktion teilnehmen, desto stärker wird sie. Damit ist meine Robo-Armee unaufhaltsam. Okay. Oha. Aber ich hätte es mehr gefeiert, wenn die auch drei Gegner angegriffen hätten und nicht nur einen. Ja, wobei, jetzt im Kampf gegen den Anführer ist es natürlich mega. Und das ist auch neu. Okay, Gruppenattacken. Das finde ich gut. Richtig schöner Gangbang. Ja, der musste jetzt sein, sorry. Na also, meine Siegesserie bleibt ungebrochen. Hör mal, Junior. Was? Es gibt unlizenzierte von Marken. Diese haben aber... haben einen Zelda Pro Controller. Ja, okay, ich kenne natürlich nur die offiziellen. Dass es noch zigtausend weitere unoffizielle gibt, das ist klar. Aber ich kaufe eigentlich fast immer nur die offiziellen Controller oder generell die offiziellen Sachen von Nintendo. Ganz selten nehme ich mir mal Drittanbieter-Zeugs. Also es soll nicht heißen, dass es schlecht ist. Zum Beispiel hatte ich mal einen Wii U Pro Controller, der war custom. Der war auch gut. Aber meistens will ich halt schon das offizielle Zeug haben. Ist dir klar, worum es hier geht? Machst du dich über mich lustig? Ich bin doch nicht blöd. Zutaten für Medizin sammeln, Kugelrunde Gumbas heilen. Ja, ich hab's kapiert. Dann hör doch bitte auch einfach auf uns, wenn wir... Ja, ja, ich höre gar nichts. Ungezogener Bengel, ey. Das wird schwer. Manchmal würde ich ihm am liebsten in die Fresse hauen. Verstehe ich gut. Dachte sich wahrscheinlich gerade jeder hier. Egal, das habe ich alles eingeplant. Wirklich, Ludwig? Durchtriebener. Oha. Olaf, wie läuft es? Er soll schon laufen. Wie im Schnüchchen. Der ist safe am anderen Ufer, ne? Naja. Kein Thema. So, wir kriegen Gumbas, das Kanonenfutter unter Bowsers Schergen. Er ist schnell und stirbt in die gegnerischen Reihen. Also das Bauernopfer. Was wir einfach so rausschicken können. Egal ob stirbt. Oder wir verwenden sie als Ablenkungsmanöver. Könnte funktionieren. Junior, als Kommandant deines Trupps musst du dir einiger Grundlagen bewusst sein. Auf dem oberen Bildschirm siehst du die Stärke deiner Kampfeinheiten. Ah, jetzt wird's wichtig. Hier sieht man den Level des Trupps, den du in den Kampf führen wirst. Wenn deine Einheiten im Kampf stärker werden, steig doch diese Zahl weiter an. Du hast bereits die nächste Mission auf dem Touchscreen ausgewählt, doch zuerst. Sieh mal, der Level des gegnerischen Trupps aus der bevorstehenden Mission. Selbst wenn dein Level etwas geringer ist, heißt das nicht, dass der Kampf unmöglich zu gewinnen wäre. Auf eine durchdachte Aufstellung kommt es an.
Wenn du trotzdem nicht gewinnst, kannst du alte Missionen erneut absolvieren, um neue Mitstreiter zu gewinnen und einen höheren Level zu erreichen. Vielleicht brauchst du aber auch einfach nur mehr Informationen um deinen Gegner. Berühre in diesem Fall einen Gegner, um seine Akte zu sehen. Die Formation der Gegner kannst du dir ansehen, indem du Y drückst. So erfährst du, wie die Gegner angeordnet sind und wie viele Gefechte bevorstehen. Junior, du hörst mir doch zu, oder? Ja, dann ist ja gut. Ah, das ist gar nicht mal so verkehrt. Bei der Formation kann ich dann ja sehen, wie ich meine Viecher aufstellen muss, damit dieser Gruppenangriff funktioniert, oder? Okay. Also spielt die Position von meinen Schergen eine deutlich größere Rolle als früher. Wobei, man konnte da gar keine Position festlegen in Superstar Saga. Da hast du dir einfach nur angeschaut, welcher Typ der Gegner war, weil es ist ja so ein Schere-Stein-Papier-System, wobei darauf jetzt noch nicht eingegangen wurde, deswegen denke ich mal, spielt es noch keine Rolle. Wir schauen einfach mal, was die Steigeis können. Schicksalswurf ist die Attacke, undurchschaubare Fassade. Er ist stolz darauf, stärker als die meisten seiner Artgenossen zu sein. Okay, also nicht wirklich relevant, die Info. Und wie ändere ich mein Team? Hä, bin ich dumm? Wie ändere ich denn mein Team? Beziehungsweise, wie verändere ich denn die Position? Naja, ihr könnt es mal in den Chat posten. Ich gehe unterdessen nochmal in den Superchat. Wirst du auch in geraumer Zukunft Partners in Time replayen? Fragte Crewkicks. Erstmal danke für den Fünfer. Ich muss dich aber leider enttäuschen. Dazu ist kein Reloaded geplant, es sei denn, Nintendo legt es neu auf. Tuna-Teppich XX kommt gerade frisch rein. 2 Euro donated. Ich hoffe auf mindestens 100 Parts bei Mario Maker 2. Ja, denke ich schon. Also ich habe zu Mario Maker 2 wirklich eine Menge vor und das wird geil. Power Girl, danke für 2 Euro Donation. Boni Wuven, wuhu, Test. Kam die Donation an? Ja, die kam an. Vielen Dank für den Support. Power Girl ist außerdem noch Katan-Mitglied geworden. Und ich glaube, vergessen habe ich keinen. Ah, Moment, weil hier gerade alles spammen. In der Verwaltung kannst du es ändern. Okay. Ja, und wo? Weil hier steht nur Tipps, Statistiken, Optionen und Aufhören. Lol. Hä? Bei Optionen oder was? Geht nicht. Ach so, oder vielleicht geht es erst nach dem Kampf. Weil es halt jetzt noch keine Rolle spielt. Ja, ich glaube, wir machen einfach mal weiter. Und die Tippi-Donations, die lese ich gleich vor. Nach dem Fight. Ist jetzt eh noch am Anfang. Ich glaube nicht, dass wir da Probleme kriegen werden. Gang! Niemand kann mich besiegen. Diese unnötigen Gespräche vorher. Kämpft doch einfach, labert nicht. Hör mal zu, Junior. Als nächstes musst du gegen Shy Guys kämpfen. Sie gehören zum Typ Schützen und bewerfen deinen Trupp mit Rüben. Typ, was soll denn das sein? Versteh. Er hat also noch nie davon gehört. Dann muss ich's wohl genauer erklären. Hoffentlich macht seine Geduld das mit. In Armeen gibt es 3 grundsätzliche Typen von Einheiten. Schützen schleudern Waffen durch die Luft und feuern Projektile ab. Flieger greifen aus der Luft an. Und Stürmer stürzen sich direkt auf den Gegner. Schützen werfen ja Waffen, wie du nun weißt. Deshalb sind sie auf Fliegerabwehr spezialisiert. Flieger hingegen bewegen sich frei in den Lüften, deshalb sind sie den Stürmern am Boden überlegen. Und Stürmer wie du, deine Robocoopers und die Goombas, ihr prescht vor und stürzt euch in den Nahkampf mit dem Gegner. Ihr greift schnell an und seid somit Schützen überlegen. Stellt dir das Ganze als Dreieck der Stärken und Schwächen vor. Als Stürmer bist du den Shy Guy Schützen also überlegen. Oh, das war lang. Noch wach, Junior? Hast du alles verstanden? Er ist schon gar nicht mehr da. Zum Angriff! Kein Wort hat er gehört. Man hat's nicht leicht mit dem Bengel. Ja, aber wir haben ja zugehört, ne? Von daher ist alles gut.
Da wir im Vorteil sind, wird hier, denke ich, nichts anbrennen. Stimmt, die Kämpfe waren auch immer so unübersichtlich, ne? Aber im Prinzip ist jetzt einfach nur Zuschauen angesagt. Wir müssen erst Knöpfe drücken, wenn es uns auch angezeigt wird. Kann man jetzt irgendwas für die Abwehr tun? Nein. Oh nein, ein Autsch. Das war sehr effektiv. Aber warum? Ich dachte, wir sind alles Stürmer. Normalerweise müssten unsere Attacken doch stärker sein. Egal. Runde 1 überstanden. Aber warte mal. Warum kriege ich eigentlich noch keine Erfahrungspunkte? Oder werden die gar nicht angezeigt? Ich dachte, das würde man sehen. Naja gut. Konzentrieren wir uns erstmal auf den Fight. Oh je. Das war super schlecht. Also mindestens 2 Exzellent werden benötigt, um einen Gegner zu besiegen. Sollte ich etwas genauer drauf achten, wenn die ihren Gruppenangriff ausführen. Aber der gegnerische Anführer wird bereits attackiert und bestimmt gleich in die Mangel genommen. Jo, so ist es. 1, 2 und 3. Aber das erste war nur ein Okay, deswegen steht er noch. Ich muss mich auf jeden Fall bei dem Timing noch verbessern, aber da habe ich ja auch noch Zeit für. Das mit der Abwehr kommt wohl erst später. Also, gibt es Abwehr, ja? Kann man was gegen die gegnerischen Angriffe tun? Das finde ich gut. Also, wenn der eben so sein sollte. Weil, das war in Superstar Saga noch nicht so. Und das fand ich immer sehr unnachvollziehbar, ehrlich gesagt. Sag mal, Ludwig, warum bist du eigentlich so nervig? Kann man... Da stimme ich ihm zu. Kann man nicht einmal in Ruhe kämpfen? Du weißt noch viel zu wenig darüber, wie man eine Armee anführt. In einem Trupp müssen alle an einem Strang ziehen, sonst ist es nur ein Haufen Einzelkämpfer, aber keine Armee. Das Wichtigste dabei ist Moral. Und dafür verantwortlich ist in erster Linie der Kommandant. Ah, erzähl das jemandem, den es interessiert. Mein Papa sagt immer, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Ich kämpfe, wie ich will, also quatsch mir nicht rein. Und behandle mich vor allem nicht wie so ein kleines Kind. Aber du bist ein Kind. Halt's Maul! Oh Mann. Der Kleine ist genauso eine Diva wie sein Vater. Hast du was gesagt? Nö. Kein Wort. Sollen wir gehen? Lol. Oh, wir kriegen Erfahrungspunkte, aber nur einen. Naja gut, solange wir ein Level erreichen, soll mir das egal sein. Wir haben Shy Guys im Team. Rote Shy Guys. Ja, das scheint eine Rolle zu spielen, also sollten wir auf die Farbe achten. Alles klar. Und damit die ersten Schützen. Ah, da ist sogar einer auf Level 2 plus. Die sind immer besser als die anderen, haben bessere Stats. Aber noch kann ich ja mein Team nicht sortieren. Ich glaube, das wird erst erklärt, wenn wir mehr haben, als da oben in die Formation passen. Oder? Ludwig hat mir den Dirigentenstab übergeben, sozusagen. Lass mir kurz zu, Junior. Ich erzähl dir was über die Aufstellung deines Trupps. Aha, okay. In der nächsten Mission kommt nämlich etwas Neues auf euch zu. Fliegende Gegner. Öffne das Aufstellungsmenü, indem du Start drückst oder die Schaltfläche berührst. Das war vorhin einfach noch nicht da. Betrug. Hier kannst du die Einheiten austauschen, die mitkämpfen sollen. Also nochmal, im nächsten Kampf sind Flieger mit dabei. Gut. Dann sollten ein paar Schützen hinzugefügt werden, die helfen gegen Flieger. Wie wäre es mit dem Shy Guy hier? Wähl ihn doch mal mit A aus. Ja, der sieht gut aus. Es können maximal 9 Einheiten am Kampf teilnehmen. Oh, sieht aus, als wäre der Trupp schon voll besetzt. Dann müssen wir zugunsten des Schützen wohl einen Stürmer rausfliegen lassen. Bewege den Shy Guy über einen Goomba. Drück A, um ihn rauszuschmeißen. Das hat geklappt. So hast du gegen die gegnerischen Flieger eine Chance. Du kannst Einheiten aus dem Trupp übrigens auch wieder rausnehmen. Dafür willst du auf dem Touchscreen einfach die unerwünschte Einheit und drückst A. Hast du den Dreh in Sachen Aufstellung nun raus? Probier viele verschiedene Kombis. Achso, gibt's wieder diese Bonusfähigkeiten? Ah ja, gut. Aber warte, eine Sache habe ich noch vergessen.
Du kannst auch die Positionen von Einheiten ändern. Drück doch mal X. Mhm. Ah, und da unten sieht man gleich die Formation des Gegners. Das ist gut. Ja, genau. Hier ist die des Gegners. Sieh dir den Shy Guy an, den wir gerade neu dazugenommen haben. In der vordersten Reihe wird er sofort auf einen Stürmer treffen, der ihm überlegen ist. Ja, das ist belastend, ne? Schnapp dir also mit Hilfe von A den Shy Guy und platziere ihn in der hinteren Reihe. Was? Der ist doch schon ganz hinten. Hast du den... Was? Also wenn das alles Stürmer sind, dann sollten die Shy Guys doch hier hin. Um gegen die Flieger antreten zu können. Achso. Ja, gut. Ja, meinte ich doch. So können die Shy Guys ihre Stärke voll ausspielen. Es kann entscheidend sein, welche deiner Einheiten du wo platzierst. Sieh dir die Gegnerinfos gut an und platziere jede Einheit so, dass sie auf Gegner trifft, denen sie überlegen ist. Ludwig erwähnte noch etwas von irgendwelchen Effekten, die je nach Formation ausgelöst werden, aber davon habe ich keine Ahnung. Probier einfach mal rum, vielleicht hast du ja Glück. Sobald du alle Positionen festgelegt hast, gelangst du mit Hilfe von X zurück. Bis später. Also Leute, jetzt helft mir mal kurz. Die da stehen ja immer noch hinten. Und sie kämpfen, wie wir unten sehen, gegen Stürmer. Ist doch eigentlich schlecht, oder nicht? Wollten die nicht alle hier hin? Wäre das nicht besser? Und die Stürmer, sollten die nicht hier hinten hin, damit das wenigstens ausgeglichen ist? Oder habe ich gerade irgendwas nicht ganz richtig verstanden? Das ist zumindest meine Ansicht der Geschichte hier. Den können wir ja noch da hinstellen. Macht das Sinn oder ist das Quatsch? In der Zwischenzeit bedanke ich mich bei GamingTubeLP für 2 Euro. Er wünscht allen einen guten Abend. Vielen Dank dir. King GmbH, ebenfalls 2 Euro donated. Was sind deine Lieblingsspiele der einzelnen Spieleserien? Zum Beispiel Zelda, Paper Mario etc. Naja, alle kann ich jetzt nicht aufzählen, aber Paper Mario 2 ist auf jeden Fall das geilste aus Paper Mario. Zelda, Breath of the Wild und Wind Waker. Mario 3D, Super Mario Sunshine und 2D. Ja, was eigentlich 2D? Super Mario Bros. Wii? Nee, DS finde ich eigentlich ganz geiler. Ja. So, alle schreiben andersrum. Okay, und wieso habe ich das jetzt falsch verstanden? Stürmer sind doch dann nicht vorne. Ach, ich hab's spiegelverkehrt gesehen. Stimmt, man muss aufs Fähnchen achten. Okay. Ja, keine Ahnung, peinlich. Aber gut, dann haben wir das geklärt. Ich hab nicht aufs Fähnchen geachtet. Also diese vorderste Reihe trifft auf die ganz links, ne? Alles klar. Ja, dann bleiben die Stürmer natürlich da. Am besten alle. Und der hier kämpft dann gegen den Boss. Mit allen, die überlebt haben. Alles klar. Lesen wir noch kurz den Buhu durch. Spukschallattacke. Geister, die dunkle Ecken lieben. Mit ihrem Spukschall fügen sie Gegnern Schaden zu und verringern zugleich deren Geschwindigkeit. Dreist. Ja, so machen wir es mal. Auch wenn die Position jetzt irgendwie keine Bonusfähigkeit erzeugt hat. Was soll's. Werden wir schon gewinnen. Lust auf ein wenig Spuk, junger Herr? Also ja. Ja, jetzt hast du es verstanden. Okay, ja, ich hatte das einfach spiegelverkehrt gesehen. Ich habe nicht auf die Fahne geachtet, voll doof. Egal, Hauptsache es ist jetzt geschnallt. Was machst du, Morten? Geh zur Seite. Startknopf macht Pause. Pause zeigt Länge vom Kampf. Junior will weglaufen oder Tipps ansehen, dann Pause. Okay. Was ist das? Bist du jetzt fertig? Morten, fertig! Ja, dann tschüss. Der ist aber gesprächig heute. Haut rein!
So, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie wir die Attacken der Shy Guys timen müssen, aber im Prinzip ist er eigentlich immer nur oder fast immer nur A verlangt, ne? So, Verteidigung haben wir noch keine drauf. Aua! Deswegen stirbt der Goomba leider. Und wie krass der weggeflogen ist. Holy moly. Hier die Gruppenattacke. Passt. Jetzt nehmen sie die aber richtig durch. Perfekt. Wir haben aber mal sowas von gewonnen. Wow. Die Schallwellenattacke ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Mortens Erklärung war super. Ja, Morten ist nicht der Mann oder der Cooperling der vielen Worte, aber das ist auch nicht so verkehrt. Ich mag seine Direktheit. Drück trotzdem immer A. In der Hoffnung, dass es weniger Schaden macht, aber ich glaube, das ist wirklich scheißegal. Attacke! Yes, Triple Accident. Ballert. Und links sieht man übrigens immer, wie viele von unserem Trupp noch am Leben sind. Also nur für den Fall, dass jemand die Orientierung verloren hat. Und rechts unten die Anzahl der Gegner. Da wird jetzt gleich eine Null stehen. Wobei. Doch. Oh, wow. Bam! Das war ja mal ein cooler Gruppenangriff. Ultimative Zerstörung. Huhus haben halt schon einiges drauf, schreibt Queen Buet. Ich glaube, du bist ein bisschen befangen. Als Königin der Buß, sozusagen. Junior! Was ist los? Erschreck mich doch nicht so, Mann. Hier, Essen für Junior. McDonald's? Ah nein, KFC ist natürlich auch geil. Oh, geil, die KFC-Keule. Moment mal. Wenn du die dabei hattest, wieso krieg ich die erst jetzt? Verkohlte KFC-Keule erhalten. Warum verkohlt? Ey, die ist total verkohlt, Alter. Ja, ich hab Praktikum bei KFC gemacht und ich war nicht so gut. Naja, dann esse ich's vielleicht später. Was ist denn mit Morten los? Will er sich bei dem Junior einschleimen? Oder doch, ich hab langsam genug von dem Kleinen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Morten zur Abwechslung mal einen Babysitter spielt. Ja, stimmt schon, Roy. Aber wir können den Kleinen nicht einfach im Stich lassen. Es wird wohl Zeit, dass wir langsam mal selbst mitkämpfen. Wir kämpfen an seiner Seite und zeigen ihm, wie es gemacht wird. Na gut, dann kann ich wenigstens ein bisschen Dampf ablassen. Ha. Ihr habt schon einiges gemeinsam, du und der Kleine. Moment, die joinen jetzt dem Team? Einfach so? Okay. Du kannst jetzt Roy, Morten und Ludwig im Gefecht einsetzen. Dann können wir eigentlich nicht mehr verlieren, denn Ludwig ist OP, wie wir alle wissen. Oh, wow, heftige Level-Ups und eine verkohlte Keule. Warum zum Teufel ist die auf einmal so rosa? Vor allem, das sieht übelst falsch aus, wenn ich das mal so betonen darf. Naja. Gruß kriegen wir natürlich auch noch. Und das hier ist Morten. Einer der sieben berühmt-berüchtigten Cooperlinge. Nicht der schnellste, aber dafür können seine Schläge sogar Felsen spalten. Einer der sieben berühmt-berüchtigten Cooperlinge. Dank seiner Intelligenz gelingt es ihm oft, seine Gegner in zermürbende Verhandlungen zu verstricken. Und er triggert Nintendo. Einer der sieben berühmt-berüchtigten Cooperlinge. Dank seiner extrem hohen KP ist er der widerstandsfähigste in seiner Gruppe. Ah ja, Roy ist also der Tank. Sozusagen. Maximalanzahl der Trupps, die du speichern kannst, hat sich von 1 auf 4 erhöht. Achso, so vorgefertigte Teams. Alles klar. Ja, gut, gut, gut. Kriegt man die einfach so? Ja, mich wundert's auch, aber sieht so aus, ja. Das Rosa ist ein Herz. Ja, ich hatte was anderes im Kopf. Das ist ein Herz, das war mir schon klar. Und dann jetzt, von jetzt an kümmerst du dich ganz allein um die Aufstellung des Trupps. Als nächstes trittst du gegen viele Stürmer an, also vergiss die Flieger nicht. Mit 3 Wu solltest du richtig fliegen, liegen. So,
Das war dann aber auch mein letzter Ratschlag. Viel Erfolg, Junior. Okay, mache ich mir gleich Gedanken drum. Jetzt erstmal danke an Freaksman99 für 3 Euro. Hey Domi, ich schaue deine Videos schon sehr lange und wollte nur danke sagen, dass du teils meine Jugend geprägt hast. Vielen Dank fürs Dabeisein und freut mich, dass es dir so gefällt. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo wir beim Superchat stehen geblieben sind. Ich hasse das, dass es immer so separat aufgelistet wird, Mann. Tippi kriegt das bei mir einfach nicht hin. Ah, hier, Luca. 549. Cool, dass du mal wieder ein Livestream-Projekt gestartet hast. Ja, Mann, ich hab's auch vermisst. Letzter Zeit gab's da eine Durchstrecke, aber jetzt haben wir wieder was Schönes. The Cookix ist Mitglied geworden und Andros ebenfalls. Ehre. Freaksman hat auch hier einen 5er donatet. Hey, Domi, achso, er hat das gleiche hier auch nochmal geschrieben. Na dann, danke für das doppelte Lob und die doppelte Donation sozusagen. Und Tuna-Teppich. Du musst die Truppe mal in einem Donut anordnen. Ein Donut? Hier in diesem Rechteck? Wie soll denn das gehen? Weil ein Donut ist doch rund. Oder gibt's da noch andere Formen, von denen ich nichts weiß? Aber die Donuts, die ich kenne, die sind rund. Mit einem Loch in der Mitte. Erst fressen, dann die Moral. Meine Worte, schreibt Epic Bowser. Ja, ich hab schon gegessen. Witzigerweise auch Chicken. Passt ja gut. Also, Gegnerinfos. Sehr, sehr viele Stürmer und dann am Ende, der zweite Kampf ist ja der wichtigere, Flieger in der Mitte. Aber kann ich das jetzt nicht dauerhaft einblenden, so wie vorher? Geht es nicht? Dass man das sieht und dass ich gleichzeitig da was verändern kann an meiner Formation? Hä, warum war das denn vorhin möglich? Jetzt muss ich da immer Y drücken, das ist voll blöd. Naja, also die Cooperlinge sind alle Stürmer. Nee, Ludwig ist, wie es aussieht, Schütze. Alles klar. Ja, dann komm, warte, zeig mir das nochmal. Achso, und lesen sollten wir es vielleicht auch mal. Kommandant Cooper. Einer der 4 legendären Kommandanten, die Bowser und seine Schergen einst aus größter Not gerettet haben. Seine Witze sind seine schlimmste Waffe. Also einer derjenigen, die wir in Superstar Saga gespielt haben. Cooper mag harmlos aussehen, doch sein grüner Panzer macht ihn schwer zu knacken. Nur Knochengegner haben leichtes Spiel mit ihm. Knochengegner? Also so Knochentrocken? Haben wir nicht. Grüner Paracooper. Elegante Komposition aus grünem Panzer und weißen Schwingen. Sein Sturzflug auf die Köpfe der Gegner ist überaus zielgenau. Drück X. Ach, damit es angezeigt wird. Ah, okay. Alles klar. Na, siehst du, auch deswegen machen wir das hier per Stream, weil ich das alleine niemals blicken würde, alles. Dankeschön. Wer hat das geschrieben? Ja, okay, einige. Einfach danke an alle, die es geschrieben haben. So. Also wir sollten auf jeden Fall eine Menge Flieger spammen. Warte, wie kann ich die jetzt nochmal alle weghauen? Ach komm. Wir machen jetzt hier erstmal so eine Reihe. Geht nicht, weil die erstmal wollen, dass ich die anderen rausnehme. Okay. Mache ich das halt. Ja, das Einstellen des Teams dauert leider immer ein bisschen. Aber da müssen wir durch. So, später sind da Flieger. Also sollten wir in der zweiten Reihe die Schützen aufstellen. Und dann wieder Flieger, würde ich sagen. Haben wir gar nicht mehr, ne? Stimmt, ja, dann nehmen wir halt noch die Cooperlinge mit. Oh! Moment mal, hier diese Formation gibt uns 5% mehr Angriff. Wenn ich jetzt noch einen Cooper-Panzer... nee, das geht nicht. Ich glaube, dann versuchen wir das einfach mal, oder? Wir sind dann zwar einer weniger, aber von der Formation her dürfte es eigentlich passen. Ich riskiere es jetzt mal. Achtung, nicht spiegelverkehrt. Habe ich es jetzt doch falsch gemacht?
Als ob, Alter. Wirklich? Nein. Stimmt doch. Junger Herr, ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Ich habe das Reimen aufgegeben, aber dafür habe ich jetzt ein neues Hobby. Witze. Also, hört gut zu. Bowser, König der Koopas, zieht sich geschlagen aus dem Pilzkönigreich zurück, sagt Mario zu Luigi. Das war mal wieder ein lächerlicher Coup. Ha! Versteht ihr? Coup! Ha! Den Koopa! Ach du Scheiße, der war ja wirklich richtig schlecht. Ich bin noch nicht lange Komiker, aber ich habe richtig viel Talent. Das Wichtigste ist, dass man keine Angst hat, sich zu blamieren. Also, habt ihr ihn verstanden, Koopa? Ich fand ihn zumindest ganz gut. Oh yeah. Okay, einige schreiben, dass ich die Formation falsch habe. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was für eine coole Formation. Naja, wir haben den Formationsbonus. Vielleicht können wir es damit noch fixen. Das Einzige, was man noch hätte machen können, ist noch einen Flieger nach vorne stellen. Aber wir haben ja nur drei. Ach, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Einiges können wir ja auch noch mit Timings beeinflussen und so. Ich werde euch zeigen, was ich alles kann. Kommandomenü, erscheine! Ach. Die Spezialattacken von Bowser Jr. kommen nun auch noch mit rein. Sehr gut. Wenn bei einem Gegner ein Ausrufezeichen auftaucht, dann kann... Achso, das sagt er. Wenn bei einem Gegner ein Ausrufezeichen auftaucht, dann kann ich durch Antippen der Schaltfläche oder durch Drücken vom Steuerkreuz nach oben eine Vereitelung auslösen. Okay. Der gegnerische Angriff ging ins Leere. Ich muss nur darauf achten, dass Kommandos Anführerpunkte verbrauchen. Vereitelung benötigt einen Punkt. Das lohnt sich, wenn wir einer ganz bösen Attacke ausweichen müssen. Ja, gut. Und ich habe jetzt zwei Punkte, oder was? Oha. Ich glaube, ich habe wirklich schon wieder spiegelverkehrt gemacht, ich dummes Kind. Ah, bei Ludwig muss man häufiger A drücken. Das reicht nicht einmal. Ja, jetzt brechen wir mal nicht in Panik aus. Zwar wird mein Bowser Jr. bereits attackiert. Aber wir können es immer noch schaffen. Ich hätte gedacht, du spielst das nicht. Ja, ich habe es aufgrund des Zuschauerwunsches getan. Ich selber hätte es jetzt nicht unbedingt spielen müssen, muss ich zugeben. Ja, ich hätte tatsächlich die Flieger nach vorne tun müssen. Scheiße, was habe ich denn da wieder falsch gemacht? Ich dachte, ich habe das jetzt mittlerweile kapiert. Ich lasse ihn erstmal attackieren. Weil das hätte ich eigentlich auch vereiteln sollen. Oh nein, das war ja mein Angriff. Ich wollte gerade meinen eigenen Angriff abbrechen. Wie dumm kann man sein? Aber es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Bowser Jr. kann sich ja schließlich auch noch verteidigen mit seinem Hammer. Ja, und zwei Buhus sind bis zu dem Koopa durchgebrochen. Das wird schon hinhauen. Komm, komm, komm. Gib ihm. Gut. Nein, das brechen wir ab. Ich habe sogar noch einen Vereitelungspunkt. Also eigentlich müssten wir das gewinnen. Der kriegt den Buhu nicht mal zu fassen. Ich habe erst ein Pflaster, er hat schon drei. Oh, okay. Jetzt werden auch langsam die KP des Buhus zu nahe gehen, aber es hat gereicht. Hat gereicht. So, ich muss mich dann doch nochmal hinterfragen. Wieso habe ich denn schon wieder falsch aufgestellt? Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann froh sein, dass das hingehauen hat, ey. Idiot. Nun ja, sollen wir noch einmal alles durchgehen, was wir heute gelernt haben? Als hätte Ludwig gemerkt, wie dumm ich bin. Wieso denn? Hast du nicht gesehen, wie ich ihn ganz alleine besiegt habe? Aber wenn du auf meinen Rat hörst, machst du sie sogar noch glatter. Lektion 1. Mit der Kommandant, also du, besiegt, ist der ganze Kampf verloren. Ja, weiß ich. Lektion 2. Wird der gegnerische Kommandant besiegt, hast du gewonnen. Ja, ist klar. Es gibt drei Typen von Einheiten, Stürmerschützen und Flieger.
Wenn du Kommandos gibst, musst du auf den richtigen Moment achten und vergiss nicht, dass du dabei Anführerpunkte verbrauchst. Beim Atmen immer aufpassen, dass du dich nicht verschluckst. Geranien nie im Winter umtopfen. Echt? Ja, wer Hü sagt, muss auch Hot sagen. Habe ich noch was vergessen? Big Tasty schmeckt gut. Ja, richtig. Abonniert Domtendo, aktiviert die Glocke. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Ach nein, warte, hier, ganz, ganz wichtig. Das darf auf keinen Fall verpasst werden. Verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Gut. Ist jetzt fertig? Junior, jetzt hör mir doch mal zu. Ja, ich hab's verstanden, Mann. Können wir jetzt nicht weitermachen? Bei dem geht's zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ich fürchte, da hast du recht. Hashtag feinste Ebene? What? Was zur Hölle meint ihr mit feinste Ebene? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es ist wohl Zeit für etwas von der guten alten Larry-Magie. Vergiss nicht, was König Bowser zu uns gesagt hat. Ludwig muss abonnieren. Ja, er hat schon. Aber er deabonniert auch jeden Tag. Muss ihn immer wieder dazu zwingen. Also, wir kriegen einen Level 4 Cooper. Nice. Aber nicht den Anführer, ne? Aber Cooper haben wir auch. Nein. Oh, und sogar eine Medaille. Weil wir wie nennt man das? Ein Achievement haben wir geunlockt. Und dafür gibt es einen Preis. Wir mussten einmal eine Formationsbonus aktivieren. Haben wir gemacht. Sehr gut. Und Jinxie hat 2 Euro donated. Fürst du Resi 2 jetzt eigentlich irgendwann fort? Schien am Ende des Let's Shows irgendwie so. Es hat mich ähnlich gepackt und gegruselt wie Resi 7. Wäre schon echt nice. Weiß ich aktuell nicht, weil sich viele Projekte länger gezogen haben als gedacht. Und jetzt haben wir halt schon April. Jetzt kommen die ganzen neuen Games. Yoshi und Mario Maker, da ist dann nicht mehr so viel Platz. Aber mal sehen. Tobias Wolba, danke für deine Kanalmitgliedschaft. Mermaid Melodia hat 22 Euro donated. Endlich wieder ein Livestream. Direkt nach dem Kino heimgefahren, um es nicht zu verpassen. Oh, welchen Film hast du geschaut? Hast du zufällig Wir gesehen? Diesen neuen Horrorfilm, den wollte ich mir auch mal geben, weil der sehr interessant im Trailer wirkte. Mohamed Murat, danke dir für das VIP-Abo. 10 out of 10, danke für 2 Euronen. Durch Zombie U habe ich dich kennengelernt, bin jetzt großer Fan. Uiuiui, das ist ja schon 6-7 Jahre her, ne? Heftig. Und Hunderteppich nochmal. Im Aufstellungsmenü X drücken. Da dann einen Donut formen. Das geht doch nicht. Hier, jetzt habe ich X gedrückt. Ich kann doch hier keinen Donut machen. Ich kann es höchstens so probieren. Nee, es geht nicht. Ach doch, ich habe noch einen frei. Ich glaube, das meint er auch. Mal schauen, was dann passiert. Ah ja, also hier haben wir eine Formation. Ausweichen steigt. Das ist nicht so verkehrt. Also ich denke, das meintest du, oder? Ja, behalte ich mal im Hinterkopf. Aber jetzt machen wir mal weiter. Dann hier haben wir Goombas und Hammer Bros. Regenmacher aus der 2. Reihe. Vor diesem Platzregen hat jeder Gegner Respekt. Ja, damit meinen sie natürlich das Hammerwerfen. Das ist richtig, ja. Okay, wir stellen auf. Und diesmal bitte richtig. Ganz vorne brauchen wir Flieger, richtig? In der 2. Reihe Stürmer. Und ganz hinten am besten auch nochmal Flieger. So zumindest meine Analyse. Und wir haben ein paar weitere Flieger bekommen, das ist gut. Okay. Okay.
Du hast nur 7, mach 8. Ich weiß, ich weiß. Ach, die Donut-Formation. Also die? Ich weiß ja nicht, ob das die Donut-Formation ist. Das ist das Problem. Weiß es nicht. Für mich ist das ein Donut. Wenn auch ein seltsamer. Ein Donut ist ein O in der Mitte. Ja, geht aber nicht. Stimmt, nur Stürmer wäre auch eine gute Formation. Kann man auch machen, aber ich werde mischen. Hinweg. Ja, in die Mitte werde ich jetzt Stürmer stellen. Den da. Und ihn zur Verteidigung. Das müsste jetzt eigentlich hinhauen. Weil eine Sache will ich noch ändern. So. Also, die Reihe kämpft gegen die 1, ne? Die gegen die 2. Also, die 2 von der 1. Ihr beiden dann gegen Anführer und den anderen Lakaien. Also müsste eigentlich passen. Ansonsten bin ich einfach zu blöd für das System. Quadrat mit Loch in der Mitte. Also das muss mir wirklich jemand aufzeichnen, was ihr mit Donut meint. Ich versteh's nicht. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Oh fuck, die Vereitelung war zu spät. Hätte schneller reagieren müssen. Okay, jetzt gewinnen wir aber die Oberhand. So ein bisschen. Vielleicht wären nur Stürmer doch besser gewesen, weil Stürmer gegen Stürmer ist neutral und die Schützen wären ein Vorteil. Ein eckiges O ist ein Donut. Das hatten wir ja. Toll, eckiges O. Ja. Oh nein, ich hätte nicht den Chat lesen sollen. Jetzt stirbt der Paracooper völlig unnötig. Aber gut, dafür habe ich noch meine Vereitelungen. Dann werde ich sie eben bei anderen investieren. Kann es sein, dass ich schon wieder falsch aufgestellt habe? Die werden alle komplett abgeschlachtet. Ich bin wohl echt zu dumm für dieses Kampfsystem. Wobei, der Kommandant ist wieder tot. Oder? Hieß es nicht, wenn der Kommandant stirbt, ist der Kampf vorbei? Oder müssen wir erzählen, der Typ ist der Anführer. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, aber es hat gereicht für den Sieg. So, Paracooper. Ey, Quatsch. Hammer, Bruder. Mich irritiert dieses ganze Gelaber wegen Donut. Okay. Könnten es jetzt noch so. Mit wie vielen Leuten ist das denn? 3x3 mit Loch, schreibt jetzt einer. Okay. So, jetzt sind wir 6. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso sind wir 5, obwohl da 6 von 9 steht? Hä? Lol? Ja, das ist du. Nee. Also, kein Plan. Thank you.
Das hier wäre jetzt noch eine Option, aber das ist ja auch kein Donut. Ich biete euch an, dass mir jemand auf Twitter ein Bild schickt und dann kann ich es ab Part 2 machen, aber jetzt komme ich nicht drauf. Ist auch egal. Was ist jetzt das hier für ein Level? Muss ich das machen? Ja. Okay, das scheint ein Speziallevel zu sein. Oh mein Gott. Sau viele Flieger. Und ansonsten viele Schützen. Da mir das gerade nicht gefallen hat, mit der aufeinander abstimmen und so ein Scheiß, werde ich diesmal nur Schützen mitnehmen. Wenn das geht. Also bis auf Bowser Jr. halt. So. Dann ist es eigentlich auch egal, in welche Reihe ich die aufstelle. Das mit dem aufeinander abstimmen ist leider das A und O des Spiels. Ja, aber mit nur Schützen würden wir es doch jetzt schaffen. Kann zwar nicht nur Schützen mitnehmen, aber dann nehme ich halt noch... Was ist ich? Ein Flieger mit, ja. Ein Flieger. Drei Runden hatten wir auch noch nie bisher. Ja, das sieht gut aus. Wow, also allein schon wegen dieser Gruppenattacke ist der erste Kampf gewonnen. Das haut auf jeden Fall mega rein. Ja, doch. Das macht gut Schaden. Obwohl man nicht so hundertprozentig genau trifft, haut das wirklich ordentlich rein. Braucht diese scheiß Donut gar nicht. Siehste? Kannst du auch ohne Donut. Aber es kann gerne einer von euch losgehen zu Dunkin' Donuts und mir einen besorgen. Ach ja, stimmt. Wenn in einem Kampf alle überleben, dann gibt's nochmal... zusätzliche Erfahrungspunkte. Ist natürlich eine gute Sache. Ja, wieso darf der eine trotzdem eingreifen, obwohl ich noch vereitelt habe? Sekunden vorher. Na egal, lassen wir ihn halt. Hey, Moment! Jetzt sehe ich da erst. Larry! Was soll denn diese 31er-Aktion? Lol, er hat gerade seine Teammates geheilt, aber so viele sind da nicht mehr übrig. Ah ja, und er kämpft wieder mit seinem Flammenschläger. Ich glaube aber nicht, dass du eine Chance gegen meine Mates hast. Erst recht nicht gegen Ludwig, hallo? Oh nein, wieso habe ich schon wieder gepennt? Ich glaube nicht. Hätte ich vereiteln müssen. Komm, Ludwig, lass dich von ihm nicht besiegen. Nur ein okay. Ja, ist meine Schuld. Aber dann macht's halt Bowser Jr. Oh, er kann auch vereiteln. Naja, egal.
Idiot. Ist auch nicht mein Anspruch, irgendwie eine Bestwertung oder so aufzustellen. Nimm das, Larry. Um mich zu besiegen, musst du etwas früher aufstehen. Du hast mehr drauf, als ich dachte, das gebe ich zu. Das war also die gute alte Larry-Magie, ja? Du kannst jetzt Larry im Gefecht einsetzen. Ah, okay. Den musste ich mir wenigstens erobern. Im Gegensatz zu den anderen dreien. Das finde ich auch besser so, wenn man sie erstmal im Kampf besiegen muss. Vor allem ist der Typ auf Level 5. Einer der 7 berühmt-berüchtigten Cooperlinge. Mit Hilfe seines Tennisschlägers befördert er feurige Geschosse mit hoher Präzision zu seinen Gegnern. In Superstar Saga habe ich ihn recht gerne genutzt. Der war einer der stärksten, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und dann halt noch ein paar Hammer, Brüder. Danke. Sieht so aus, als müsste ich mir erst einmal den ganzen Koopaling-Trupp zusammenarbeiten. Denn jetzt kommen noch Iggy und Wendy dazu. Er ist der einzige Flieger unter ihnen und düst in seiner Clownskutsche über die Köpfe seiner Gegner hinweg. Gezogen auf die Cooperlinge. Und Wendy verwendet ihre Ringe als Boomerangs. Furchteinflößend, wenn sie wütend ist. Alles klar. So. Also was wurde hier die ganze Zeit gespammt? 3x3 mit Loch. Das soll ein... Ja gut. Mit viel Fantasie ist das ein Donut. Und darf ich jetzt fragen, was das bringen soll? KP plus 5. Ist ja schön gut, aber da hatten wir schon Besseres. Finde ich. Aber ja. Damit wäre hoffentlich die Donut-Diskussion beendet. Sollten wir mal viele KP brauchen, dann werde ich die anwenden. Aber wir schauen erstmal, was der Gegner drauf hat. Also gut. Wieder 3 Kämpfe und es sind halt alle Sorten vertreten, aber am meisten... Na, wobei kann man das so sagen? Fiese Kombi nennt sich das Level, das stimmt. Ich weiß nämlich nicht wirklich, wie ich da jetzt entgegnen soll. Der dritte Kampf ist aber immer der schwierigste, von daher wäre es doch am besten, wenn die erste Reihe vor allem Flieger stellen. Auch weil uns das in allen 3 Kämpfen hilft. Ja. Vorne, bitte, Flieger. Gibt es eine Möglichkeit, alle aus dem aktuellen Team rauszuwerfen, weil ich habe das immer ganz gerne, wenn ich alles von Grund auf neu sortiere. Und die immer einzeln rauszuziehen, geht mir ein bisschen auf den Nerv, wenn ich ehrlich bin. Also, Flieger. Dann kommen jede Menge Schützen. Und Stürmer, also packen wir da Stürmer hin. Und kann ich die auch irgendwie ordnen nach Level und so? Oder ist das schon so? Nee, es ist nicht. Die konnte man doch früher auch ordnen in Superstar Saga. Da war das viel übersichtlicher. Aber gut, der Cooper kommt dahin. Der hier. Und noch ein Cooper. An letzter Stelle. Ja, schwierig. Schütze, Flieger, Flieger, Schütze. Schützen. So, aber ich habe es diesmal richtig geordnet, oder? Nicht, dass ich da jetzt wieder Scheiße baue. Nee, müsste schon passen. Und wir haben sogar Angriffsboost. Ist doch geil. Also die Blauen gegen die Roten gegen die Gelben und der Gelbe gegen den Gelben. Bezogen auf den ersten Kampf. Ist richtig, oder?
Bitte bestätigen, damit ich das dann für ein für alle Mal in meinem Gehirn festsetzen kann. Warum ist Hudson pleite gegangen? Fragt Paul Tastisch P. Naja, dumm gewirtschaftet offensichtlich. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil sie ja immer regelmäßig Spiele released haben und Mario Party hat sich ja gut verkauft. Aber die müssen einfach richtig dumm gewirtschaftet haben. Du hast eine Einheit zu wenig. Stimmt. Aber nur so kriege ich den Angriffsboost. Ist halt die Frage, ob ich darauf verzichten möchte. Vielleicht kriegen wir ja noch was anderes, wenn ich jetzt... noch. Ja, tatsächlich. Formation Hothead. Geschwindigkeit steigt. Ja, mach mal so. Mach mal so. Aber alle sagen, es ist richtig so. Okay, dann habe ich das Spielsystem jetzt wenigstens zu 100% kapiert. Fabian Engels. Guten Abend und allen Zuschauern. Danke dir für das Einleiten der tollen Stimmung. Armani Vegas, du hast 10,99 €. Toller Livestream bisher. Danke Armani fürs dabei sein und schön, dass es dir gefällt. Raphael Zimmermann, mach bitte die X-Kämpfe, auch die Giga. Wenn du die Arena meinst, nope, da mache ich nur die mit Maren Luigi. Und den Secret Boss. Aber Bowser nicht mehr. Jan Günther, danke dir für den Fünfer. Donut, erste. Ja gut, wir gehen mal auf Donut ein, das haben wir ja mittlerweile abgehakt. Und jemand ist Mitglied geworden, der einen besonderen Namen hat. Während du diesen langen Namen liest, habe ich deine Kekse geklaut. Ich habe aber gar keine Kekse, ich habe nur einen Kuchen. Ha! Viel dazu. Ich mag Kekse gar nicht so. Außer Pickup. Hashtag keine Werbung. Wieso springt die so seltsam einfach ins Bild? Als nächstes wirst du gegen uns antreten, Junior. Das wird sicher lustig. Moment, wo kommt ihr denn plötzlich her? Jetzt plötzlich? Wir waren doch die ganze Zeit dabei. Komm, Junior, die gute Wendy erteilt dir jetzt erstmal eine kleine Lektion. Wenn ihr nicht aufpasst, erteilt er euch beiden eine Lektion. Was ist denn jetzt passiert? Los, Junior, komm jetzt schon. Wendy ist furchteinflößend, wenn sie wütend ist. Vielleicht sollte das mal in ihrer Akte vermerkt werden. Okay, ich glaube, sie braucht einen Snickers. Hothead Marsch! Geschwindigkeit steigt. Was? Kekse sind geil. Ja, naja. Feier ich halt nicht so mega. Also, es gibt halt Geileres, weißt du? Bisschen ungewöhnlich, dass die eine Stampfattacke haben, aber gut. Ja, läuft. Vielleicht schaffen wir den ersten Kampf sogar ohne Death. Das wäre echt super. Ah, schade. Leider doch nicht. Aber hier habe ich alles versucht mit Vereitelung und perfektem Timing. Und dennoch sind zwei gestorben. Naja gut, egal. Wendy ownt mal wieder alle. Ja, aber diese Szene gerade habe ich nicht ganz verstanden mit Wendy. Was hat sie denn so heftig getriggert? Ich meine, das war ja jetzt kein heftiger Diss. Oder hatte so eine geringe, kurze Zündschnur, dass sie wegen sowas Lächerlichem schon anfängt zu heulen. Komm, Iggy, schaffen wir. Okay, nehmen wir den in die Mangel. Down. Was gefällt dir besser? Tiramisu oder Panna Cotta? Wow, es ist eigentlich beides ziemlich nice. Ich glaube, das hängt vom Tag ab. Mal so, mal so. Okay, Iggy hat die Moral seiner Schergen gestärkt. Das könnte zum Problem werden. Was muss ich bei den Hammer wieder machen? Okay. A-spammen. Das ist ja noch recht einfach. Und das trifft alle. Gute Sache. Boah, wie ich einfach immer zu langsam beim Vereiteln bin. Das ist so unnötig. Aber wir sehen, der Trick mit der Moral
hat nicht geholfen. Iggy ist so gut wie down. Beste. Nun Wendy. Ah, Gott, da ist das Objektiv bessere. Naja. Aber ich glaube, dass Panna Cotta mehr Leuten schmeckt als Tiramisu. Also ich denke, Tiramisu ist noch ein bisschen spezieller. Und, was noch dazu kommt, ich finde, bei Tiramisu kannst du mehr falsch machen. So ein Panna Cotta schmeckt halt fast immer. Aber bei Tiramisu zum Beispiel bin ich eher... Was passiert denn jetzt? Bei Tiramisu bin ich wählerischer. Okay, gut, dass der weggeballert wurde, weil irgendwie konnte der durchbrechen zu Bowser Jr. Mir allerdings keinen Schaden machen, also alles gut. Fast keinen Schaden. Und wir dagegen... sind gleich durch. Bam, mit dem Hammer erschlagen. Also die Formation hat auf jeden Fall geregelt. Sehr gut. Tiramisu finde ich furchtbar. WTF? Als ob. Also so ein richtig gutes Tiramisu ist einfach göttlich. Stark ist der Kleine, das muss man ihm lassen. Aber ob das reichen wird? Verstehst du, warum wir so viel Zeit damit verbringen, dem jungen Herrn das Kämpfen beizubringen? Ich sehe das ja eher wie Roy. Ja, der junge Herr ist wirklich schon stark genug. Sollen sie ihn doch einfach machen lassen, was er will. Habt ihr was gehört? In Position sofort. Ja, okay. Du kannst jetzt Wendy und Iggy im Gefecht einsetzen. Hey. Und Bowser Jr. hat Ansporn gelernt. Kommando von Bowser Jr., das zeitweilig die Moral aller Schergen erhöht und so die Ausführung von Spezialaktionen erleichtert. Okay, gelesen haben wir ja schon, was die drauf haben. Ist nichts Neues. Meine Mutter macht extrem gutes Tiramisu. Dann soll sie mir was schicken, Chris Chill. Im Verwaltungsmenü hast du jetzt Zugriff auf die Option Einheiten entlassen, mit deren Hilfe du dich von einer Einheit trennen kannst. Immer, oder wie? Okay, also die ganzen Kämpfer, die zu niedrig gelevelt sind, können wir so raushauen. Und ich glaube, man bekommt dann noch Bohnen für die. So war es zumindest in Superstar Saga. So, und das ist das Boss-Level der ersten Welt. Da sehe ich König Bob-Omb. König der Bob-Ombs ist sehr robust gebaut und immer in Zeitnot. Oha. Ja, gleich geht's weiter. Ich bedanke mich bei Cactus Celi für 3 Schweizer Franken und bei Snitcherus für 2 über Tippi. Hey Domi, könntest du meine Freundin eventuell grüßen? Sie liebt deine Videos und würde sich bestimmt tierisch darüber freuen. Ihr Name ist Luna. Du seist hiermit gegrüßt, aber bitte mit solchen Wünschen nicht spammen, weil sonst kann ich ja alle Zuschauer grüßen und das würde ein bisschen dauern. Ja. Deswegen grüße ich lieber immer einfach alle, die da sind, als Einzelne, um fair zu bleiben. Ace Puma schreibt, falls du alle Formationen haben möchtest, musst du es mir nur sagen. Werde dann ein kurzes Video auf Twitter schicken, wo du alle siehst. Das kannst du gerne machen, Ace. Weil die muss man ja eh erraten, diese Formationen, die kriegt man ja nicht mitgeteilt. Von daher wäre das schon okay, wenn du mir da... so ein zusammenfassendes Video schickst. Kekse, nom nom nom. Von deine Kekse geklaut. Ich hab zwar keine, aber gönn dir. So, und jetzt? Gedanken machen, wie wir hier bestehen können, weil das hier wird... Ach so, nee, Moment, das ist nur ein Kampf? Okay. Hätte jetzt 3 erwartet. Und in jedem Kampf, jede Art in etwa gleich... Aber so ist es nicht.
Was ich hier ein bisschen seltsam finde, ist, das sind ja jetzt 4 Reihen. Warum können die 4 Reihen machen? Das sieht eigentlich recht einfach aus, oder? Ich denke zwar, das täuscht. Das sollten wir trotzdem hinkriegen. Ganz vorne stellen wir Flieger hin, die sich auf die Stürmer stürzen können. Achso, und wir sollen... Ja, Moment, wir nehmen hier mal 2 Paracooper, weil es ja immer besser ist, 2 von einer Art zu haben. Dann als nächstes... Schützen. Und den Rest Stürmer, oder? Ich glaube, das wäre das Beste. Ach so, und so wichtige Charaktere wie Morten, die jetzt hier zum Beispiel auf Level 2 nur sind, die werde ich off-cam leveln. Ja, aber so haben wir keine Cooperlinge dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, ne? Ne, tauschen wir die Hammerbrüder lieber aus. Nehmen wir die beiden Cooperlinge mit. So, und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt bin ich mir unsicher. Weil die mich vom Level alle nicht überzeugen. Dann nehme ich doch noch einen Schützen, obwohl ich eigentlich liebend gerne 4 Stürmer gehabt hätte. Wir schauen nochmal. Klar, der eine Flieger macht Probleme. Nee, macht er nicht, wenn er von den Schützen abgefangen wird. Ja, doch, das ist eigentlich gut. Das ist gut. Michi Kimmelschan Army, danke für 1 Euro Trinkgeld. Und Chaos Max 9 hat 5 gerettet. Ich wünsche mir, dass du mehr Livestreams für andere Nintendo-Spiele machst. Und auch Multiplayer. Ja. Ein bisschen Smash wird es im April wieder geben, zum neuen DLC-Charakter. Da kannst du dann mitmachen, wenn du Glück hast. Junger Herr, als Abschlussprüfung müsst ihr gegen uns 4 kämpfen. Augen zu und durch. Hör mal, Kommandant Goomba. Können wir uns auf deine Geheimwaffe verlassen? Naja, ich habe auf jeden Fall eine Nachricht geschickt. Keine Ahnung, ob die beantwortet wird. Wenn es klappt, sollten wir uns verdünnisieren. Nicht, dass wir noch selber in die Luft fliegen. Ich erinnere mich noch an... Was? Noch an letztes Mal. Achso, ja. Sprachenbubble. Ah, hier. Lustiger Witz. Wie nennt man das Geräusch, wenn Bowser Jr. in die Luft fliegt? Explosion. Der war noch um einiges schlechter als der Witz davor. Hoffen wir einfach mal, dass wir ohne die Geheimwaffe durchkommen. Was sind denn das für komische Vögel? Warum haben die Fahnen auf dem Kopf? Waren Kommandanten früher. Kommandanten? Haben Bowser geholfen im Bodenland. Was du nicht sagst. Sind stärker als sie aussehen, aber nicht so stark wie Junior. Das versteht sich von selbst. Aber schön, dass du es erwähnst. Kommandanten, Elefanten oder Konsonanten? Ich mach sie alle fertig. Vor allem die Konsonanten, hä? Armani Vegas, danke dir für großzügige 22 Euro Donation. Auf Domtendo. Darf ich das als Wette betrachten? Dann darf ich dich jetzt nicht enttäuschen, ne? 90 Sekunden, dann wird dieser Kampf entschieden sein. ETF. Es gibt einen Timer. Ja, dann hauen wir doch gleich mal den Ansporn raus, oder? Los, mit voller Moral.
Gebt alles. Wir haben Zeitdruck. Ja, gut, gut. Oh, will ich das doch sehen. Nice. Was macht Wendy? Oh, tschüss. Das ist richtig stark gewesen. Geil. Na, Panik? Ach, der macht auch Ansporn. Ja, aber der hat nur noch 3 Mates. No chance. Bisschen schneller wäre hier ganz gut gewesen, um die Attacke zu vereiteln. Aber wir können ihn bereits angreifen. König, Bob-Omb, du hast keine Chance. Brutale Demonstration unsererseits, würde ich sagen. Er war komplett chancenlos. Erledigt. Also, Wette gewonnen, Armani. Yippie, das war ja ein Kinderspiel. Ist jetzt endlich jedem hier klar, dass ich der heftigste von allen bin? Junger Herr! Hä? Was schreist denn du so? Die Kampfmoral, die ihr in eurer Truppe entfacht, ist einfach mitreißend. Und auf was willst du jetzt hinaus? Wir vier Goombas werden uns zusammen mit Lemmy um Bowsers Festung kümmern. Und ich hoffe, irgendwann können wir vielleicht einmal unter euch dienen. Nö, ihr seid doch meine Spielkameraden. Und ich habe immer noch nicht 10-mal gewonnen. Wenn ich zurück bin, sind noch 8 Kämpfe offen. Können wir nicht lieber Zählen üben? Es ist Zeit, zum Grübchenwald aufzubrechen, um dort die Gigamöhre zu besorgen. Vergiss nicht, was du alles gelernt hast. Ja, 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 ja. Er macht das Dyromonie und alle lieben ihn. Die Möhre im Wald gehört ihm schon bald. Was ein Scheißlied. Olaf, es ist zu weit, oder? Wieso? Jetzt gehen wir. Wird Zeit, dass Bowsers Festung einen neuen Besitzer bekommt. Erste Welt ging ja gut. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es geschafft. So brach Bowser Jr. also auf, um das Heilmittel gegen die Metabolie zu besorgen. Ich wünschte, ich selbst hätte Gelegenheit gehabt, ihn auf seine Reise vorzubereiten. Dann wäre vielleicht alles ein wenig anders verlaufen. Hä? Wer sagt denn das? Das ist wohl ein Geheimnis. Oh, die Maximalanzahl deiner Schergen hat sich von 40 auf 70 erhöht. Schon so viele Abonnenten? Oh, cool. Sehr, sehr gut. Ja, das war nur das Tutorial, sozusagen. Ab dem nächsten Stream geht's im Grübchenwald weiter. Und dort wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen härter werden. Wenn's gefallen hat, dann könnt ihr natürlich einen Like da lassen. Und ich schaue noch mal kurz rein, was da noch so kam. Von Kaktus Celi, 2 Schweizer Franken. Es heißt Kaktus Celi. Ah, okay. Merke ich mir. Versuche ich mir zumindest zu merken. Sei nicht böse, wenn ich es mir nicht merken kann. Du weißt, was für ein scheiß Gedächtnis ich habe. Und David Mechler hat noch 2 Schweizer Franken donated. Die Identität des Erzählers ist nichts Weltbewegendes, aber doch ziemlich cool. Okay, okay. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Wie hat's euch gefallen bis hierher? Also ich sag mal so, gute Neuerungen. Aber ein paar Sachen fehlen mir noch, wie zum Beispiel das Ordnen der Charaktere. Also ich will das da wieder so wie früher nach Level ordnen und so. Aber das erweiterte Kampfsystem gefällt mir ganz gut. Jetzt kommt's halt drauf an, wie schwierig es noch wird. Und ja, da können wir nur spekulieren, deswegen warten wir einfach, ne? Könnt auch euer erstes Fazit in die Kommis posten. Ich sage tschüss und schönen Abend noch.